Okay, ich nehme euch dann heute mal mit hier auf meiner neuen Harley. Habe ich mir jetzt vor kurzem erst gekauft. Nagelneue 1200 Sportster. So wie es aussieht, kann man die wohl, glaube ich, in Deutschland gar nicht mehr kaufen, weil hier die Euro 5 oder Euro 6 Norm nicht erfüllt worden ist. Spielt aber auch keine Rolle, wir haben ja hier ganz andere Abgasnormen. Es ist nicht so, dass wir hier keine haben, aber die sind dann wohl doch etwas anders. Sollte auch wohl jedem bekannt sein, nachdem wir halt hier diesen Dieselgate-Skandal hatten vor ein paar Jahren mit Volkswagen. Ja, und dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg so ein bisschen hier eine ganz lockere Runde durch Tennessee, Smoky Mountains. Ja, echt eine schöne Gegend hier. Bin in einem Tag schon mal ein bisschen gefahren. Wir haben jetzt so knappe, Moment, muss mal eben gucken, ja, noch keine 300 Meilen auf der Uhr. Und ja, müssen wir mal hier so ein bisschen einreiten, das Moped. Das ist echt eine schöne Sache hier. Direkt von da, wo ich wohne, innerhalb von 5 Minuten bin ich hier auf echt schönen Landstraßen. Und ja, enjoy. Was natürlich für mich jetzt erstmal hier ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ich muss auch dazu sagen, das war meine erste Harley Davidson. Vorher immer nur Japaner gefahren, Suzuki, Yamaha, alles mögliche halt. Und die Blinkersituation. Also hier, wo ich hier einen Knopf für den rechten Blinker auf der rechten Seite habe, einen Knopf für den linken Blinker auf der linken Seite, ist für mich jetzt doch eher gewöhnungsbedürftig. Naja, kommt man bestimmt auch rein. Ich finde das eigentlich eher ein bisschen gefährlich, weil gerade auf der rechten Seite, wenn man dort den Blinker drückt, ist es doch schon manchmal so, dass man auch gleichzeitig so ein bisschen am Gas zieht. Das ist natürlich jetzt nicht so unbedingt gut, wenn man gerade auf eine Kurve zufährt. Aber groß im Ganzen, denke ich, kann man sich daran gewöhnen. Wir sind jetzt hier, fahren jetzt hier durch gerade so ein bisschen durch die ländlichen Nachbarschaften von Signal Mountain, Tennessee. Wohl doch schon einer der betuchteren Orte hier im Großraum Chattanooga. Neben Lookout Mountain, wo natürlich dann noch mehr Old Money wohnt, ist Signal Mountain hier schon eine der Top-Adressen. Und dann sind wir wieder hier am Taft Highway. Und dann haben wir hier mal wieder so ein schönes Beispiel von Sonntagsfahrern. Dicken BMW. Holt den aber nur einmal in der Woche raus, so ungefähr. Wie gesagt, hier ganze Familie am Start, ältere Herrschaften vor mir. Überholen darf ich hier gerade nicht. Mache ich aber gleich trotzdem mal. Muss natürlich hier immer aufpassen, wenn ich sowas auf YouTube poste. Wenn das hier ja eigentlich ein deutschsprachiger Kanal ist in Amerika, wo wahrscheinlich auch keiner so wirklich gucken wird, aber ich möchte mir ja hier auch nicht eine Selbstanzeige ans Bein hängen und dementsprechend warten wir jetzt hier, bis das Überholverbot wieder aufgehoben ist oder ich muss halt einmal mal rausschneiden. Wir können mir ja mal unten in die Kommentare posten, was ihr so für Mopeds fahrt. So, jetzt kommen endlich mal wieder ein paar schöne Kurven. Ja, geradeaus fahren kann ja jeder und ist auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ja, wir wollen ja hier ein bisschen mal den Vorteil von so einem Kurvensuchgerät mal ausnutzen und ja, immer schön dran denken, Vorderradbremse in der Kurve immer mit Vorsicht zu genießen.
Hinterradbremse tut's da oder halt gleich die richtige Geschwindigkeit haben, wenn ihr die Kurve reinfährt. Und naja, brauche ich euch nicht erzählen, seid ihr wahrscheinlich selber alle Biker. So zack, abgebremst und dann zack, raus. Ja, jetzt mal so als Bilderbuchbeschreibung. Ja, guckt euch das an. Da fahren wir doch jetzt einfach nochmal dahin und dementsprechend drehen wir jetzt einmal hier um. Gucken, dass wir hier nicht unbedingt über den Schotter fahren. Dann können wir uns das nochmal angucken. So. Ja, guckt euch das an. Sagenhaft. So, das sind mal hier wieder Smoky Mountains, Tennessee. Soweit das Auge reicht. Berge, Täler, alles wunderschön. Und dazu noch das super Wetter hier. Also kann man eigentlich nicht anders sagen. Heute Morgen ist noch ein bisschen frisch, gerade hier oben in den Bergen. Also wir reden hier von so knappe 25 Grad. Also frisch ist dann natürlich auch immer relativ zu sehen. Aber generell das Klima hier unten im Südosten der USA, wir hatten da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist einfach nur toll. Ja, ist zwar manchmal etwas zu schwül für meinen Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen, und zu viele Mücken. Aber alles in allem ist das Wetter hier einfach super. Hier nach Dunlap rein, Dunlap in Tennessee. In der Namensgebung hier in den USA fällt einem halt auch immer wieder auf, dass die Founding Fathers, also die Leute, die sich hier angesiedelt haben, auch nicht sehr kreativ waren, sondern oft ihre Städte und Dörfer nach Städten und Dörfern benannt haben von den Orten, wo sie eigentlich her sind. Das heißt also, wir haben hier ohne Ende Charleston, wir haben hier ohne Ende Yorks, wir haben hier ohne Ende eigentlich alles. Also wir haben London, wir haben Berlin, wir haben Bismarck. Wie gesagt, da kann man immer sehen, wo dann auch die, die Siedler hergekommen sind. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der zum Beispiel jetzt aus Norddeutschland übergesiedelt ist in den 1700ern, der seine Stadt dann London genannt hat, sondern eher Bismarck oder vielleicht auch Berlin. Aber auch andere Städtenamen kommen einem hier bekannt vor. Gibt es hier zum Beispiel Städte in Ohio, Libanon. Wir haben hier Phoenix. Wir haben hier Memphis. Ja, das sind also auch Städtenamen aus Ägypten. Also es ist mehr oder weniger überall zu sehen, dass die Siedler ja ihre Städtenamen von zu Hause halt mitgebracht haben und haben sich gedacht, komm, das ist so eine große Stadt zu Hause, wir machen jetzt hier mal eine neue auf, beziehungsweise wir benennen unsere Siedlung nach der Stadt, der Hauptstadt unseres Landes und bringen so halt so ein bisschen, wenigstens ein Stückchen ihre Kultur mit hier ins Land. Die USA ist und bleibt das Land der Einwanderer. Und ich möchte das auch gar nicht verändern. Es wird in den Nachrichten immer so ein bisschen doof dargestellt, meiner Meinung nach, dass hier alles so weiß ist und es hier überhaupt gar keine Möglichkeiten für andere Kulturen hat, sich auszuleben. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also ich habe noch nie so eine kulturreiche
kulturreiches Land gesehen wie die USA und da geht auch nichts dran vorbei. So, jetzt fahren wir hier so in so einer, naja, ich würde mal so sagen, das ist hier, wenn man durch den Südosten fährt, so ein kleines Kaff. Und die sehen eigentlich vom Aufbau her immer alle gleich aus. Wenn man so am Highway entlang fährt, dann hat man eigentlich immer diese ja, Strip Malls, beziehungsweise ja, die Geschäfte, kleinere Geschäfte, Tankstellen, viel Cheney Food, also hier so McDonald's und Burger King, Taco Bell, wie sie alle heißen. Ich mache dazu auch mal ein Video, glaube ich, Esskultur hier in Amerika. Da gibt es natürlich ja, einmal die ganzen Ketten, aber ihr glaubt es kaum, also ich habe hier eine größere Restaurantvielfalt als irgendwo in Europa und ich würde auch schon mich so weit aus dem Fenster lehnen, da war mal ein Taco Bell zugemacht, dass ich sagen würde, also eine größere Restaurantvielfalt als hier in den USA gibt es halt nirgendwo in der Welt. Ja. Aber wie gesagt, ich mache dazu mal eine extra Videoreihe vielleicht sogar und werde euch da mal informieren, was es hier so alles gibt. Und ja, das poste ich dann mal irgendwann, wenn es soweit ist, hier unten in die Beschreibung. Und ihr könnt es euch dann angucken. So, seht ihr, hier ohne Ende Kirchen. Wir sind halt ja auch hier im Bible Belt der USA. Also ich war selber auch, ich bin ja eigentlich eher, ungläubig will ich jetzt fast mal nicht sagen, aber bin halt auch als Christ aufgewachsen in Deutschland, evangelisch. Mutter evangelisch, Vater katholisch. Nichts mit der Kirche zu tun so wirklich. Und hier ist es halt so, das ist nochmal eine ganz andere naja, Glaubenskultur. Es gibt hier so viele verschiedene Kirchen. Gerade wie gesagt hier im Bible-Belt. Das zieht sich so, ich sage jetzt einfach mal so von Virginia als Nordkante. Also oder das Nordrand bis halt runter zum oberen Ende von Florida und dann einmal komplett durch bis, würde ich jetzt mal sagen, so nach New Mexico rein. Das ist der sogenannte Bible Belt. Also da haben sich ganz, ganz viele Leute niedergelassen mit den verschiedensten christlichen Glaubens, ja, Richtungen. Wo hier schon wieder das Baptist Church, also wie gesagt, und es gibt einem auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass das eher so ein Motel ist und nicht eine Kirche, auf jeden Fall, wenn man so auf die Schilder guckt. Das ist ja schon manchmal sehr befremdlich für mich als Europäer bzw. als Deutscher, denn die Kirchen, die ich so aus Deutschland kenne, die haben halt immer diesen Kirchenhauch, da schon wieder Church of Christ. Stand up with Jesus. Ja, yep, sieht aus mehr oder weniger wie so ein Bazar. Schild erinnert so ein bisschen auch hier, könnte auch Zahnarzt sein, da. Man muss sich da schon so ein bisschen dran gewöhnen. Da guckt ihr euch das an. Farmbüro, ja, sind Versicherungen und die Kirche, ja, ein ähnliches, wie soll ich sagen, ähnliche Werbestrategie wie eine Versicherung. So sind es halt, die Bauernfänger. Hier nochmal diese kleine Strip Mall, wie man sehen kann. Dollar General, auch eine große Kette. Eher so ein Billigladen, ohne das jetzt von oben herab sagen zu wollen. Merkt man schon an der Klientel, die dort einkaufen geht, dass es da halt günstige Sachen gibt. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, ich gehe auch schon manchmal hin. Das eine oder andere Schnäppchen gibt es da schon. Wenn man hier so Rasierklingen kaufen will oder so, ist dann schon mal billiger. Und dann natürlich hier überhaupt der Supermarkt schlechthin, Walmart. Also beim Essen halte ich mich da so immer lieber etwas zurück. Gerade so was frisches Obst und Gemüse angeht. Allerdings alles andere, meine T-Shirts und Unterwäsche und so. Und auch alles, was man so an Gartenstühlen braucht oder solche Sachen, kaufe ich halt auch im Walmart. Sehr günstig, kriegt man überall und man weiß halt auch, wenn man unterwegs ist im Land, was man hat. Also als wir jetzt zum Beispiel auf unserem Trip waren, 16, 17 Tage quer durch die USA mit dem Wohnmobil. Ich poste dazu auch nochmal einen Link hier unten in die Beschreibung.
Und da war es halt auch so, da haben wir auch mal das ein oder andere Mal beim Walmart angehalten, weil wir genau wussten, was uns da erwartet. Auch wenn die Leute manchmal ja, lustig aussehen, googelt mal, wenn ihr Zeit habt, People of Walmart. Da sind schon einige Fundstücke mit dabei, wo man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann, wie manche Leute sich hier geben. Aber was alle dann wieder an einen Platz zusammenbringt, ist halt, jeder will Geld sparen und einigermaßen gute Qualität haben. Und die gibt es halt beim Walmart, kann man nichts anderes sagen. Hier wird immer ordentlich gegrüßt, genauso wie in Europa auch. Biker grüßen sich halt untereinander. Und das ist hier nicht anders. Wird wahrscheinlich auch von hier kommen. Doch. Ampeln. Hier nochmal nice to know. Was ich hier nicht in der letzten Jahres alles an unnützem Wissen angehäuft habe, müsst ihr euch mal reinziehen. Also hier diese Ampelanlagen, ne, die laufen jetzt mit Funk, kennen wir auch aus Europa. Ist aber so, dass ich habe mal so eine Ampelanlage programmiert, selber, also nicht die Stahlstruktur, aber die ganze Elektrik und die Software habe ich geschrieben dafür. Und da war es also so, da habe ich mich mal mit diesem Auftraggeber unterhalten und es war halt auch eine Baufirma und er sagte mir, dass diese Utility Works, die man hier so macht, die sind meistens für den Staat. Und der Staat schreibt den Bauunternehmen vor, dass für sogenannte Flagger, das heißt also für Leute, die am Ende der Baustelle stehen und die haben ein Stoppschild, das hat von einer Seite ein Stoppschild, von einer Seite hat es ein Slow-Schild, dass man diesen Leuten $40 die Stunde bezahlen muss. Also das ist natürlich dann auch nochmal was, wo ich mir ein bisschen an den Kopf fasse und sage, okay, das heißt, ich stehe da jetzt rum den ganzen Tag und drehe das Schild hin und her und kriege dafür $40 die Stunde. Das ist natürlich schon für die Arbeit, die man da verrichtet, schon ja, ein nicht unerheblicher Stundenlohn. There you go, buddy. Und man merkt auch direkt wieder die Temperatur, die geht schlagartig nach unten. Finde ich jetzt auch gar nicht so doof, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da unten im Tal war es schon recht warm. Gerade mit der Lederkutte hier. Aber ja, also recht angenehm hier. Oh, nice. Ja, das ist schon ein Traum hier, muss ich sagen. Also ganz anders, als man das so aus dem Norden kennt, wo wirklich alles ja recht flach ist und auch die Straßen sind eigentlich alle wie so ein Karo angelegt, also ganz ja, rechtwinklige Kreuzungen, so wie man das aus New York oder auch Chicago kennt. Das ist natürlich recht langweilig mit dem Moped zu fahren, aber hier Smoky Mountains, hier Kollege schüttelt schon den Kopf, kann man natürlich hier auch nicht überholen, weil, wie schon angesprochen, durchgezogene doppelte Linie darf man nicht überkreuzen. Ist hier auch eigentlich eher nicht angebracht. Sieht man ja, man sieht ja gar nichts. Und dementsprechend müsste hier auch nicht überfahren werden. Da sieht man wieder was. Okay, das nehme ich jetzt auch wahr. Zack. Selbstanzeige, kein Problem. Wollen wir trotzdem nicht hier mit 150 reinfahren, sondern schön, dritter Gang. Wie gesagt, da muss ich mich auch noch mit zurechtfinden. Hänge ich mich nicht hinten dran. Der Kollege ist bestimmt ein Einheimischer und hat sein Bike bestimmt auch nicht erst seit 300 Meilen. Wie gesagt, in Deutschland habe ich immer Motorräder gehabt. Ich fahre jetzt seit 1995 Zweiräder. Natürlich irgendwann mal mit 15 mit einem Mofa angefangen. Schön hochfrisiert. Und dann gab es irgendwann mal eine Enduro als 80er, später eine 125er. Mein Vater, danke nochmal Papa, hatte Erbarmen mit mir und hat mir was Neues gekauft. Und bin dann ja irgendwann auch selber Motorräder gefahren.
LS650, also schön Shopper Lowrider draus gemacht mit einem Zylinder 650 Kubik. Das Ding hatte nur 27 PS, aber fuhr sich wie ein Trecker, also richtig schön zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine 1000er Gigse gehabt, die haben sie mir leider geklaut. Also von allem mal von jedem mal etwas. Eine Harley hatte ich bisher noch nicht. Kann man sich auch in Deutschland auch eher weniger leisten. Hier sind die recht günstig. Ich glaube insgesamt haben wir hier für das Moped, wo ich jetzt drauf sitze, sprechen wir hier vom Startpreis von knappen, ich glaube, 9.990 Dollar plus Überführungskosten und so weiter und so fort. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Zubehör gekauft, habe das dann auch noch vergünstigt dazu bekommen. Alles in allem, glaube ich, mit zwei Helmen, Jacke und so weiter und so fort, liegen wir hier aber immer noch unter 15.000 Dollar. Vorverlegte Fußrasten mit dran machen lassen und so weiter und so fort. Kann man eigentlich nicht meckern. Warm und ich mache mich jetzt mal weiter auf den Weg. Wie gesagt, hier noch schnell ein Schlückchen trinken, damit man nicht dehydriert, obwohl das natürlich auch nicht unbedingt hilfreich ist hier mit der Coke. Aber dann geht es dann gleich auch schon wieder weiter. Hier nochmal schön der Dollar General. Wie schon gesagt, eher, ja, auch guck mal hier, frisch produced und so weiter. Das ist natürlich immer eine feine Sache, wenn man da irgendwo, ja, sag ich jetzt mal, frische Farmläden findet, also Coops zum Beispiel, die hier ja ihre Produkte ganz frisch vom Feld verkaufen. Hier wächst natürlich auch alles in der Region, zum Beispiel hier in Nord Georgia zum Beispiel, geht das schon los, da sind halt auch ohne Ende Pfirsichfarmen, die wachsen hier halt wie Kraut und Rüben, Wassermelonen, alles, das mehr oder weniger, ja, wie soll ich das sagen, die Region, in der wir uns hier befinden, einfach perfekt, um Sachen wachsen zu lassen. Also Farmen genauso wie Bäume ohne Ende, seht ihr ja auch hier auch. Laubbaum größtenteils halt. Und ein bisschen Gas geben hier. Da schon wieder hier. Das sieht schon so aus, als wenn es gleich platzt. Roadkill ohne Ende. Ich sag's euch, seid auf der Hut, wenn ihr hier in Amerika Auto fahrt, beziehungsweise jetzt auch Motorrad fahrt. Es ist ohne Ende wild unterwegs. Und die halten sich natürlich genauso dämlich wie in Europa auch. We'll be right back.
guckt euch mal diese Kulisse an. Das ist eigentlich unbezahlbar. Und ich wohne hier. Da kann ich mich eigentlich nur glücklich schätzen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also überhaupt gar nicht zu vergleichen mit dem Ruhrgebiet, wo ich halt herkomme. Natürlich will ich jetzt auch nicht alles schlecht machen. Ist halt auch zu Hause das Ruhrgebiet, aber ja, würde ich jetzt auch nicht mehr zurücktauschen wollen. Und wir fahren jetzt quasi wieder ein Stückchen zurück hier auf der 127, wie wir gerade schon oder vorhin irgendwann mal gekommen sind. Und dann nehme ich euch jetzt natürlich auch noch mit auf den Rückweg hier durch Dunlap und dann wieder den Berg hoch, noch ein paar schöne Kurven. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch mal ein Like da. Und wenn ihr das erste Mal hier seid, dann vergesst auch nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin der Mike und auf meinem Kanal zeige ich euch, wie man in die USA auswandern kann, auch ohne Green Card und wie ich das so gemacht habe. Und natürlich nehme ich euch hier auch auf das eine oder andere Abenteuer durch Amerika mit. Wie gesagt, da werden wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit mehr Harley-Videos kommen, weil, wie gesagt, die habe ich mir gerade erst gekauft. Das war mehr oder weniger ein Geburtstagsgeschenk, ein verspätetes für mich. Und wir machen den ein oder anderen Wohnmobil-Trip gerade erst durch die Rocky Mountains bis zum Grand Canyon und wieder zurück. Dazu, wie gesagt, ich poste noch mal unten in die Beschreibung ein Video dazu. War echt ein schöner Trip. Wenn euch sowas interessiert, wie gesagt, subscribe. Und wie gesagt, genießt jetzt noch die Fahrt durch die Berge und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ups, das wäre es wieder fast gewesen. Ach, guck mal, da live hat jetzt gerade wieder einer ein Reh angefahren. Ich habe es euch doch gesagt. Kann man eigentlich nicht anders beschreiben. So, jetzt gehe ich mal einfach davon aus, dadurch, dass das Reh wahrscheinlich schon angedutscht ist, müssen sie das erschießen. Und da brauchen wir wahrscheinlich hier auch nicht lange suchen, bis man einen findet in der Knarre. Und dann macht man dem Elend ein Ende. Leute, ich kann es nur wiederholen, seid super vorsichtig in den USA, gerade in den ländlichen Regionen mit Wildwechsel. Ja, das war jetzt hier, wir haben jetzt gerade, ich gucke mal auf die Uhr, Moment, 12.54 Uhr mittags und da war jetzt gerade ein junges Reh, was da jemand vor das Auto gelaufen ist, auf jeden Fall sah es so aus. Wir haben das Reh dann von der Straße begleitet, aber generell für euch auf dem Motorrad kann sowas auch schon mal gerne ja, schmerzlich ausgehen. Deswegen auf jeden Fall die Augen offen halten, immer davon ausgehen, dass einem hier auch am helllichten Tag mal so ein Reh vors Auto legt. Es gibt hier also so viel Wildleben. Es sind also nicht nur Rehe, es sind auch kleinere Sachen, wie zum Beispiel Waschbären, Groundhogs, also Murmeltiere, wo man auch mal gerne drauf ausrutschen kann, ja, ohne Ende. Auch Eichhörnchen, die großen Grauen. Das heißt, das ist auch nicht nur mal eben drüber gefahren mit dem Motorrad. Seid bitte vorsichtig. So, jetzt aber ab durch die Berge und dann sehe ich euch im nächsten Video wieder. Danke euch.